frühen 12. Tage. Ja. Schauen wir mal ins Kram, ne? 8 bis 10 Spiegel online schreibt wieder. Ich wollte mich auch an den Erststimmen sehen, das Stimmenpotenzial insgesamt, dass die... Klar ist, die CDU geht nach einem leidenschaftlich geführten Wahlkampf als Nummer 1 ins Ziel. Es ist erkennbar bei diesen Wahlen, dass das Stimmensplitting eine wichtige Rolle gespielt hat und dass viele Wählerinnen und Wähler die FDP gewählt haben, damit die christlich-liberale Koalition ihre Arbeit und damit ihre gute Politik für solides Haushalten, sichere Arbeitsplätze und gute Bildung fortgesetzt werden kann. Zeigt, die Bundestagswahl ist völlig offen, wir haben alle Chancen. Ich bin einfach nur glücklich, die FDP ist abgeschrieben worden, Philipp Mösser ist abgeschrieben worden. Die FDP hat mal wieder bewiesen, dass sie auch uns selbst überraschen kann, dass wir alle Chancen haben, wenn wir uns um die Sache kümmern und auch als Team auftreten. Ein Politiker muss auch eine solche Kritik aushalten, auch wenn er selber weiß, dass er durchaus berechtigter Anlass der ein oder anderen Kritik gewesen ist. Nicht jedwede Kritik, die ich erfahren habe, auch nicht gegenüber manchen Übertreibungen, aber ich will Ihnen und auch denjenigen, die zu uns zuhören oder zuschauen, auch gar nicht in Abrede stellen, dass ich einiges zu verantworten habe. Dass es knapp wird, das wussten wir. Dass es wirklich so knapp wird, hätte ich nicht gedacht. Schwarz-Gelb und Rot-Grün haben keine Mehrheit. Aber man sieht, das Land möchte einen Politikwechsel.